Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Mann, fühlt sich das vorpandemisch an. Also wir haben ein Sicherheitskonzept, wie Sie ahnen können. Wir unterstellen, dass hier wirklich nur geimpfte Menschen zwei- oder dreimal im Raume sind. 2G heißt bei uns, dass man maskenfrei leben kann. Wir freuen uns aber sehr, dass sehr viele von sich für die Maske entschieden haben. Wir sind folgen dem den Geboten aller deutschen Gesundheitsämter. Es ist allen, die schwerer atmen, freigestellt, die Maske nicht zu tragen. Aber ich glaube, wenn wir uns vernünftig verhalten, wird das heute kein Superspreader-Event, sondern eine historische Ausstellungseröffnung, die geplant war als unsere erste postpandemische Ausstellung. Das haben wir noch nicht ganz geschafft. Irgendwie ist die Pandemie resilienter als wir. Aber wir wollen uns da nicht lumpen lassen. Darum also, in aller Form, seien Sie ganz herzlich im Namen aller meiner Kolleginnen und Kollegen, im Namen meines Kollegen Norbert Kölle, im Namen von Sandra Pisot, im Namen des ganzen Hauses herzlich hier willkommen. Die Hamburger Kunsthalle freut sich, dass hier so eine überwältigende Response ist. Wir glauben auch, dass es eine gute Ausstellung ist. Sie hat es verdient. Aber dass Sie so zahlreich gekommen sind, trotz der dunklen, grauen Corona-Wolken, das freut uns doch sehr. Wir freuen uns auf einen sehr schönen Abend. Wir sind ein Haus der Künstler und Künstlerinnen, wobei ich zugeben muss, in dieser Ausstellung sind die Künstlerinnen rar. Aber es ist eine Kuratorin am Start gewesen. Ich kann den schwarzen Peter an Sie schicken. Sandra, wieso hast du eigentlich nicht für Frauen gesorgt? Ich begrüße daher ganz herzlich Adrian Brauer. Ich begrüße Jan Steen. Gottfried Schalken. Passt das noch auf die Kameras? Und Peter de Hoogh. Peter de Hoogh begrüße ich ganz besonders. Sie alle waren vor 400 Jahren schon hier, heute können Sie nicht da sein. Peter de Hoogh begrüße ich, weil er 20 Werke in die Ausstellung geliehen hat. Das ist fantastisch. Sie alle wissen, Peter de Hoogh, das ist nicht mal die Hälfte von Jan Vermeer und wahnsinnig selten zu bekommen. Also Dresden hat jetzt, glaube ich, 5 Vermeers geschafft. Wir haben 20 Peter de Hooghs. Nichts gegen Dresden, aber das ist gut gegangen für uns. Ich freue mich aber auch, dass in dieser Ausstellung doch noch 2 lebende Künstler aufgetaucht sind. Stefan Marx, welcome. Lars Eidinger, welcome. Klasse Gesellschaft, Alltag im Blick der niederländischen Malerei, widmet sich in rund 200 Werken etwas Alltäglichem, dem Alltag. Mit circa 60 Fotografien von Lars Eidinger und 15 großen Arbeiten von Stefan Marx tut die Ausstellung das durch einen Blick, der aus der Gegenwart in die Vergangenheit schießt, in der Hoffnung, dass die Vergangenheit möglichst gegenwärtig wird. Das Ganze passiert nicht ganz von ungefähr, denn im nächsten Jahr wollen wir die Gegenwart ganz besonders hochleben lassen. Das ist dem geschuldet, dass die Galerie der Gegenwart, der Ungersbau gegenüber, der so schön im Dunkeln leuchtet, nächstes Jahr 25 Jahre alt wird. Und das ist dem auch geschuldet, dass eines unserer Lieblings- und Hauptmotti, der etwas abgedroschene Satz, All Art has been contemporary, ist. Wir möchten ganz gerne, dass Besucher der Hamburger Kunsthalle hier das Gegenwärtige in jedem der Bilder entdecken, denn alle diese Bilder wurden in einem bestimmten Moment gemalt, waren knallneu, knallmodern, auch wirklich aufregend. Und wir möchten ganz gerne, dass diese Aufregung bis heute vibriert. Und ich finde, dass Sandra Pisot hier ein echter Geniestreich geglückt ist, denn mit der Hilfe der beiden Künstler schaffen wir es tatsächlich, plötzlich diese Momentaufnahmen der Kunst, die in dem Werk beider inhärent ist, auch bei den alten Meistern, und ich weiß gar nicht, ob ich den Begriff weiter benutzen möchte, also in der Malerei von Joost de Momper, Adrian Brauer, Peter de Hoogh zu sehen. Wir hoffen, dass dieses unmittelbare, dieses fantastische Gefühl von hoppla, das ist ein Moment, was sich in Lars Eidingers Bildern schon in Instagram mitteilt, auch eben bei Joost de Momper und Adrian Brauer wiederfindet. Und ich glaube, es ist gelungen. Ich bin mir sicher, Sie werden nachher mir zupflichten, wenn Sie die Sachen im Kontext sehen, stellen Sie fest, diese Momentaufnahmen der damaligen Malerei waren kühne Entdeckungen eines bestimmten, vielleicht dramaturgisch richtig guten Momentes, fast schon theatralisch gut gesetzt und wirken bis heute nach und geben uns auch noch eine ganz großartige Möglichkeit, die man selten hat, nämlich ein Fenster in die Geschichte zu tun. Kurzes Gedankenspiel für Sie, wenn Sie sich an heute Morgen zurückerinnern, wird es Ihnen vielleicht gerade noch möglich sein, sich zu erinnern, was Sie getan haben. Aufstehen, Kaffee trinken, Zähne putzen, in dieser Reihenfolge vielleicht. Wenn ich Sie frage, was haben Sie
vor einem halben Jahr an dem Morgen des Montag des 23. Mai getan. Wird schon ein bisschen schwieriger, obwohl Sie sich wahrscheinlich ausmalen können, es war aufstehen, Kaffee trinken und Zähne putzen. Aber das Problem ist tatsächlich das Alltägliche, das, was an und für sich das Leben ausmacht, ist nicht heroisch genug, um in Malerei zu finden, ist nicht heroisch genug, um die Schreiberei zu finden. Es ist in Romanen teilweise da, aber an und für sich auch da immer gefärbt. Ganz selten ist es uns nur möglich, in den Alltag der Vergangenheit zurückzublicken und zu sehen, dass der Alltag der Vergangenheit so aufregend war wie unsere auch. Wir vertun uns ja immer ein wenig, indem wir denken, Historismus, das sind eine Abfolge von großen Taten, weltbewegenden Dingen, furchtbaren Schlachten und großartigen Friedensschlüssen. Die Vergangenheit ist eine Abfolge von Aufstehen, Kaffee trinken, Zähne putzen, aufs Klo gehen und schlafen. Und das ist an und für sich das, was uns schwer vermittelbar ist, obwohl wir es jeden Tag selber leben. Und die Kunst hat selten außerhalb der großen Zeit der holländischen Malerei den Blick darauf gewagt. Also immer wieder später, aber an und für sich ist gemalt worden, was heroisch, aufregend und nicht Zähneputzen ist. Insofern ist diese Ausstellung, glaube ich, ein ganz besonderer Moment, denn zum einen gelingt es ihr, etwas mit einer gewissen historischen Patina in die Gegenwart zu holen und zum anderen festzustellen, der Mensch war immer gleich, denn er musste immer aufstehen, Zähneputzen, Kaffee trinken und andere Dinge tun. Insofern ist diese Ausstellung, glaube ich, wirklich ein ganz großartiger Moment und sie wird noch dadurch ein wenig vergoldet, dass, was wir hier zeigen können. Damit protzen wir normalerweise in den anderen Ausstellungen viel lauter, als wir es hier müssen, weil wir so viele andere Dinge haben, mit denen wir protzen können. Wir haben fantastische Leihgaben. St. Petersburg hat uns zwei Werke geschickt. Wien, Paris, Madrid. Wir haben die größten, wichtigsten holländischen Malereien hier versammelt und das trotz Pandemie. Und das soll überleiten zu meinem großen Dank, der dem Direktor immer gegönnt ist. Ich möchte ganz herzlich danken all den Leihgeberinnen und Leihgebern, von denen einige auch vielleicht hier im Raume sein können, große Institutionen, die uns Bilder gegeben haben, die wir uns unter anderen Umständen nicht anzufragen getraut hätten und die uns jetzt trotz dieser schwierigen Bedingungen, Sie ahnen, was Reisen während der Reiserestriktionen für Kuriere bedeutet, das ist ein großartiges Erlebnis, was wir in den letzten zwei Jahren haben, die große Solidarität unter Museen. Mein zweiter Dank geht an die, die es möglich gemacht haben. Das war eine außergewöhnliche Ausstellung, eine außergewöhnlich teure Ausstellung war es auch, aber es war auch eine außergewöhnlich gut geförderte Ausstellung. Und das hat mit mehreren Institutionen zu tun, die uns lange verbunden sind. Da ist zum einen die Hubertus-Wald-Stiftung. Herr Herms ist da und spricht gleich nach mir. Vielen Dank, Sie haben die Initiale geleistet mit Ihrer Zusage, die Ausstellung zu fördern, für einen Domino-Effekt an Zusagen, der auch wichtig war. Die Ausstellung hat leicht die Millionengrenze überschritten und da mussten wir ein bisschen was bekommen. Ich danke sehr der Dorit und Alexander Otto Stiftung. Ottos sind den Niederlanden schwer verpflichtet und sie sind in doppelter Funktion zu danken. Sie sind nämlich Leihgeber und Unterstützer dieser Ausstellung. Ich danke der Kulturstiftung der Länder, die erkannt hat, dass das hier ein Geniestreich ist und uns großzügig gefördert hat. Ich hoffe, sie tut das weiterhin so großzügig, denn die nächsten Jahre werden wir Hilfe brauchen. Ich danke der Ernst von Siemens Kunststiftung, die den Katalog weitgehend gesponsert hat. Das war auch wieder eine ganz frühe Zusage, die uns viel Schwung verliehen hat. Eine recht überraschende Förderung haben wir bekommen, die uns sehr gefreut hat. Und ich weiß nicht, ob Mitarbeiterinnen der Botschaft des Königreichs der Niederlande da sind. Die Niederlande haben die Reisekosten für unsere Gemälde übernommen und Sie werden ahnen, Gemälde reisen First Class und sehr teuer. Vielen Dank dafür. Und zu guter Letzt möchte ich unserer eigenen Behörde, der Behörde für Kultur und Medien, danken, denn die haben über den Juryfonds uns außergewöhnlich hohe Mittel zukommen lassen, um diese Ausstellung möglich zu machen. Ja, als Vorletztes möchte ich Sandra Piso danken. Das ist eine großartige Ausstellung, die zweite, die ich von dir hier erleben darf. Und präzise, also handwerklich sind wir hier einfach sauber, das beweist du. Imaginativ, auch das ist im Hause eine gute Übung. Also das ist wirklich ganz hohes Niveau, was bei uns ist. Und ich möchte in meinen Dank einschließen, alle meine Kolleginnen und Kollegen, die dieses Haus hier betreiben, in den letzten zwei Jahren unter äußerst widrigen Bedingungen, dabei aber immer der Sache dienend. Und ich muss sagen, wir haben einige Dinge hier abgeritten, Stichwort Pandemie. Die haben andere Häuser nicht so gut abgeritten. Der Spirit ist hier großartig. Und dass wir am Ende dieser nicht ganz einfachen Zeit auch noch so eine Ausstellung gestemmt haben, Chapeau und Dank an alle euch. Ja, das lohnt ein... Das Schönste, was ein Direktor am Ende tut, ist das Buch hochhalten. Ach, und ich möchte den Freunden danken, die die Vermarktung all dieser Dinge übernommen haben. Unten ist ein wunderschöner Shop, extra eingerichtet für die Ausstellung. Der braucht Umsatz. Schicken Sie alle, die nicht wissen, was Sie für Weihnachten kaufen können, zu uns. Wir brauchen es.
Und da gibt es so schöne Dinge wie diesen Katalog, der ist wirklich fantastisch geworden. Glückwunsch an die Gestalterin, der ich gerade begegnet bin und den Namen ich vergessen habe. Also es ist ein wirklich tolles Buch geworden. Sehen Sie sich's nachher in Ruhe an, es ist fantastisch. So, damit wäre mein Part erledigt. Herr Herms, ich bitte Sie um Ihr Grußwort und danach wird Eva González moderieren. Sonja González, wow, das war auch wieder ein Treffer. Tut mir leid. Eine Moderationsrunde hier einleiten, die konnte ich dann nicht mehr ansagen. Ich freue mich auf Herrn Herms. Meine Damen und Herren, lieber Professor Klar, liebe Frau Dr. Piso, als Vertreter der Hubertus-Waldstiftung freue ich mich ganz besonders, dass heute wieder eine besondere Ausstellung, eine große Ausstellung im Hubertus-Wald-Forum stattfindet. Diesmal die Niederländer aus der sogenannten goldenen Periode. Das klingt zunächst einmal nach einem Déjà-vu. Niederländer, das hatten wir doch schon mal. Vor etwa 10 Jahren hier in der Kunsthalle mit großen niederländischen Landschaftsmalern. Vor etwa 2,5 Jahren im Bucerius Kunstforum die Niederländer und die Geburt des Kunstmarktes. Und jetzt zu dieser Zeit im Städelmuseum in Frankfurt Rembrandt und seine Zeitgenossen. Aber obwohl die klassischen Niederländer im Mittelpunkt dieser Ausstellung stehen, natürlich neben den modernen Künstlern, die wir begrüßt haben, bietet diese Ausstellung eben doch etwas Neues, nämlich die Gegenüberstellung zwischen den Klassikern und den modernen Künstlern. Wie Herr Klar ja erklärt hat, ihr Blick auf vergleichbare, auf ähnliche Motive soll uns etwas sagen und uns zur Interpretation der alten Meister beitragen. Nun lebt ja eine Ausstellung nicht nur von der schönen Kunst, den bedeutenden Werken, sondern auch vom Publikum, mit und vom Publikum. Und um das ohnehin sicher sehr große Interesse des Publikums noch anzuheizen, hat sich die Kunsthalle eben doch einen irgendwie ganz griffigen, aber eigenartigen Titel einfallen lassen, nämlich Klasse Gesellschaft. Als ich im Förderantrag, der wieder brillant war, trotz einiger Gendersternchen, als ich im Förderantrag den Begriff der Klassegesellschaft las, dachte ich, naja, das ist wohl ein Schreibfehler, kann selbst so sorgsamen Leuten mal passieren. Aber auch in der Folge wurde diese Bezeichnung beibehalten in allen Publikationen. Ich habe mir deswegen Gedanken gemacht, was ist eigentlich eine Klassengesellschaft, wenn nicht Klassengesellschaft? War die damalige Gesellschaft Klasse? Ist es die heutige? Ist es weder noch. Aber trotz aller hermeneutischen Bemühungen bin ich irgendwie nicht zu einem griffigen Ergebnis gekommen. Ich habe die Grübeleien dann eingestellt. In dem Bewusstsein, dass Herr Professor Klar ja über ein erhebliches Maß an charmantem Hintersinn verfügt. Ich denke da besonders an den Titel seiner Serie im Abendblatt, Ich sehe was, was du nicht siehst. Und vielleicht hat er mit dem Begriff gemeint, ich weiß was, was du nicht weißt. Also ich erwarte jedenfalls von der Ausstellung, dass meine Unsicherheit beseitigt wird, die Rätsel gelöst werden und dass ich dann erhellt dieses Erlebnis haben werde. Ich wünsche im Namen der Hubertus-Waldstiftung, der Kunsthalle, Ihnen, liebe Frau Piso und Herr Klar, einen großen Erfolg mit dieser klasse Ausstellung und viele begeisterte Besucherinnen und Besucher. Schönen Dank.
eine Routine. Hallo, ist es an? Jetzt, ja. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Sonja González. Ich leite die Villa Schöning in Potsdam und freue mich sehr, hier heute dieses Gespräch moderieren zu dürfen, anlässlich der Ausstellungseröffnung. Mit mir sitzen hier oben Dr. Sandra Pisot. Seit rund 7 Jahren leitet sie die Abteilung Alte Meister, hat viele Ausstellungen kuratiert, unter anderem im vergangenen Jahr Goya, Freiheit der Malerei und eben jetzt diese spannende Ausstellung. Dann Lars Eidinger, Foto- und Videokünstler. Viele kennen ihn vermutlich auch als Schauspieler oder DJ. Diesen Sommer hast du Arbeiten in Bad Gastein gezeigt, Sommerfrische Kunst. Vor, ich glaube, 2 Jahren eine große Einzelausstellung im Aachener Kunstverein, Autistic Disco. Unter diesem Titel ist dann auch im vergangenen Jahr ein Buch erschienen bei Hatje Kanz, was mich auch zu der Annahme bringt, dass die Fotografie dich dein Leben lang begleitet hat, weil es mit einem Foto beginnt, was du, glaube ich, mit 5 oder 6 Jahren aufgenommen hast. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Und dann Stefan Marx, Schriftbilder, Zeichnungen auf den verschiedensten Materialien, Formaten, Größen, zeigt jetzt heute tatsächlich das 3. Mal Werke in der Hamburger Kunsthalle. War mit dabei in der großen Ausstellung Serien von Warhol bis Buhl in diesem Jahr, war die. Und bei der Künstlerbuchausstellung, ich glaube 2017, 2018 war die. Und auch zu dieser Ausstellung ist ein Künstlerbuch entstanden, über das wir dann auch gerne nochmal sprechen können. Wir duzen uns, weil wir uns im Vorfeld schon unterhalten haben, falls Sie sich wundern. Sandra, ich würde erst mal erfahren, was war denn überhaupt Anlass, diese Gegenüberstellung zu machen? Wir haben es schon gehört, rund 400 Jahre liegen zwischen den Positionen. Was war der Ausgangspunkt? Der Ausgangspunkt der Ausstellung, die Idee, die ich ursprünglich hatte vor rund 2 Jahren, war eigentlich eine ganz andere. Und zwar wollte ich ursprünglich mal eine ganz klassische Altmeisterausstellung konzipieren, mit ausgehend von unserem Bestand an niederländischen und flämischen Werken in der Kunsthalle. Das ist der Schwerpunkt der Sammlung Alte Meister. Und nach eben meinen Ausstellungen zu der venezianischen Malerei 2017 und Goya Fragonatiepolo, die Freiheit der Malerei 2019-20, hatte ich mir gedacht, okay, man könnte sich jetzt eben diesen Schwerpunkt vornehmen. Und rund um eins unserer Highlights, den Pieter de Hoogh, den Liebesboten, man sieht ihn auch hier immer wieder eingeblendet, war das eigentlich die Idee erstmal, die Genremalerei hier zu feiern, weil ich auch bemerkt habe, dass Besucher sich sehr, sehr gerne in diese Alltagsszenen vertiefen. Und als ich dann dabei war, das Konzept zu erarbeiten und mir auch Gedanken machte, was es eigentlich bedeutet, diese Alltagsszenen, ob es eben vielleicht, ob es natürlich Inszenierungen sind, ob es Momentaufnahmen sind oder aber, wie Hegel im 18. Jahrhundert beschrieb, ein Abbild der Realität. Was ist es eigentlich ganz genau, was wir da vorfinden? Und auch mir Gedanken gemacht habe zur Gesellschaft, zum Gesellschaftsbild im 17. Jahrhundert, zu den historischen, politischen Hintergründen, kam ich ganz schnell zu dem Schluss, dass es bei diesem Thema sehr, sehr viel Sinn macht, es in die heutige Zeit zu transportieren, auch zu schauen, wie ist die Gesellschaft heute, wie erleben wir unseren Alltag vielleicht heute, was hat sich geändert, was hat sich nicht geändert, und das natürlich dann in Gegenüberstellung mit Kunst zu tun. Und also ich bin nicht der Ausgangspunkt war nicht, dass ich mir dachte, ich suche mir jetzt 2 zeitgenössische Künstler, die ich einlade, sondern es hat sich einfach sehr natürlich entwickelt und ergeben. Und ich habe das heute Mittag schon gesagt, ich glaube, das merkt man der Ausstellung an, dass es sich so ganz natürlich entwickelt hat in dem Rundgang. Und und dann habe ich auch eben die Arbeiten von Stefan Marx und Lars Eidinger sehr lange schon beobachtet und fand die beiden dann in der Gegenüberstellung sehr spannend
weil sie im Grunde genommen auch die Gesellschaft beobachten in gewisser Weise und im Grunde genommen wie die Kunst der alten Meister auch ein visuelles Zeugnis ablegen. Und es auf ganz unterschiedliche Art und Weise geschieht, bei Stefan Marx eben in Schriftbildern, der quasi einen Kommentar auch noch abgibt, und bei Lars Eidinger in den Fotografien und 8 Videoarbeiten, die, glaube ich, sehr, sehr passend sind und auch überraschende Parallelen aufweisen und Einblicke zeigen. Und zu welchem Zeitpunkt kam dann der Titel hinzu, der ja auch diesen Widerspruch in sich trägt, wie wir auch schon gehört haben, den man ja auch, wie ich finde, in sowohl Lars Eidingers als auch Stefan Marx Werken wiederfindet, dass es da eine gewisse Spannung gibt. Also der Titel, den haben wir letztes Jahr, haben wir uns darauf dann verständigt hier im Haus. Und Klasse Gesellschaft, wie du auch sagst, ist ja so doppeldeutig zu verstehen. Einmal als wirklich positiv erstmal besetzter Begriff, aber dann eben auch, kann es auch negativ konnotiert sein, eben als Klassengesellschaft. Und das ist eben das, was es auch sein soll, dass man einerseits eben die Bilder der alten Meister sich anschaut, die Werke des 17. Jahrhunderts und auch die Entwicklung nachvollziehen kann, eben hin zur Klassengesellschaft, und dann sich Gedanken machen sollte, wie die Gesellschaft heute ausschaut. Was hat sich geändert? In welchen Klischees denken wir noch? Was ist eben tatsächlich fast identisch oder vergleichbar geblieben? Und das sind sehr, sehr überraschende Parallelen, die sich da öffnen. Natürlich auch Unterschiede, aber auch sehr viele Gemeinsamkeiten und Parallelen. Und ich glaube, das zu entdecken ist sehr, sehr spannend. Stefan, wie hast du denn in der Vorbereitung, also deine Werke sind ja alle in Bezug entstanden auf die alten Meister. Welche Parallelen sind dir denn aufgefallen oder was hat dich gereizt an den Themenüberschneidungen, die es gab? Oder vielleicht hat dich auch verwundert, welche Themenüberschneidungen es nicht gab? Ja, also nach der Einladung, die ja für eine Ausstellungsbeteiligung relativ früh kam, also es war, glaube ich, im April 2020, bat mich Sandra Pisow um ein Telefonat und erklärte mir ihre Ausstellungsidee. Und einen Monat später fand ich mich dann hier in der Hamburger Kunsthalle bei einem persönlichen Treffen wieder, und wir haben die Sammlung der alten Meister in der Hamburger Kunsthalle angeschaut. Und ich dachte, okay, wenn man im November 2021 ausstellt, hat man jetzt noch eine ganze Menge Zeit. Und Sandra hat aber auch schon existierende Werke von mir als Beispiel genannt, die wahnsinnig gut passen würden. Die waren allerdings aus früheren, auch zum Teil Galerieausstellungen oder auch institutionellen Ausstellungen. Und da haben wir so abgemacht, dass wir jetzt im Dialog, oder dass ich im Dialog mit Sandra auch arbeiten, er arbeite tatsächlich im Berliner Studio. Ich habe ihr immer wieder Bildideen geschickt und auch fertige Bilder. Und sie hat mir immer wieder Bilder geschickt, die bei Leihanfragen zugesagt worden sind. Und das fand ich total toll. Also ich habe dann auch sehr viel gelernt über die alten Meister. Ich habe sehr viele Themen für mich erschlossen und auch gesehen, dass es eben total viele Parallelen gibt. Und die ich in meinen Arbeiten behandle, aber auch die alten Meister in ihren Bildern behandelt haben. Und das ist gar kein großer Abstand letztendlich, außer natürlich ein paar Jahrhunderte vielleicht. Und so kam es eben, dass wir auch Bilder aus dem Bestand genommen haben, aber eben auch Dinge wirklich für die Ausstellung entstanden sind. Und wie kam es dann zu diesem wunderschönen Heft noch? Ja, das ist ein ganz besonderes Lieblingsprojekt in der Ausstellung. Und zwar befasse ich mich in den letzten 20 Jahren mit Künstlerpublikationen, Künstlerbüchern. Ich veröffentliche meine zeichnerische Arbeit gern in Publikationen, in sogenannten Scenes, Copy-Scenes. Ich stelle die oftmals selber her, arbeite aber auch mit 2 Verlegern zusammen oder jetzt auch mit Hattikan seit letztem Jahr in Berlin. Und die Idee war eigentlich, eine Graphic Novel zu entwickeln für die Ausstellung. Also irgendwie so ein kleines Handout fast, was man wirklich mit einem niedrigschwelligen Preisangebot auch dem Besucherinnen zugänglich machen kann. Und dann habe ich eben Sandra gesagt, ja, ich würde das wahnsinnig gerne probieren und würde meine Alltagsaufzeichnungen
meistens aus Berlin oder die Zeichnungen, die ich zum Teil auch in der S-Bahn mache, in kleinen Notizbüchern, die würde ich gerne kollagieren mit den alten Meistern, über die alten Meister rüberzeichnen und so weiter. Und dachte aber, oh, das ist vielleicht für die Hamburger Kunsthalle auch ein sehr gewagtes Projekt. Ich weiß gar nicht genau, ob das so auch richtig am Platz sein kann, weil ich, aber das ist eher auch das Tolle gewesen, dass man in der Ausstellung immer sehr viel Vertrauen geschenkt bekam. Und genau, das Heft ist gestern aus dem Druck gekommen. Ich bin ganz, ganz happy damit. Man kann es unten im Ausstellungsshop für sage und schreibe 3 Euro kaufen. Und ja, vielleicht gefällt es Ihnen auch. Ja. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut. Genau, zwischendurch sehen wir hier hinten auch, das hat mir sehr gut gefallen, ein älteres Gemälde mit einem Pfannekuchen-Smiley und gegenüber hängt ein Bild von dir, I was happy for a day, was ja auch ja, direkt so die Melancholie auf den Tisch bringt, die man, wie ich finde, an ganz vielen Stellen in der Ausstellung immer wieder findet, dass man über skurrile oder vermeintlich skurrile Situationen stolpert und wenn man kurz innehält, eigentlich auch eine wahnsinnige Tragik vorfindet. So eben ja auch in vielen Fotografien von dir, Lars. Und ja, dieses Autistic-Disco-Buch beginnt mit einem Foto von einem Hamster. Und was ich so spannend finde, korrigiere mich, dass es sich für mich ein bisschen unterscheidet von den anderen Bildern, in dem, dass es inszenierter ist. Weil du diesen Hamster, glaube ich, in eine Toilettenpapierrolle gesteckt hast und ihn dann fotografiert hast. Und alle anderen Fotografien sind ja wirklich auf der Straße im Moment entstanden. Und diese Spannung, was ist eigentlich inszeniert und was ist eigentlich wirklich passiert, finden wir eben auch in den alten Meistern wieder. Ja, du hast völlig recht. Also das Bild fällt so ein bisschen aus der Reihe. Die anderen Bilder sind tatsächlich gar nicht inszeniert. Das sind im Grunde, so würde ich es beschreiben, visuelle Ready-Mades. Also das Bild verliert für mich tatsächlich sogar an Wert in dem Moment, wo ich eingreife. Bei dem Hamster ist es wirklich so, oder ich fange anders an. Zu Beginn der Ausstellung steht ein Zitat an der Wand, die Idee kam mir eigentlich erst vor ein paar Wochen. Da steht, das Schicksal des Menschen ist der Mensch, von Bertolt Brecht. Was mir daran gefällt, ist, dass es keine Wertung ist, sondern es ist eine Feststellung. Und so begreife ich meine Fotografie auch. Viele Sachen, die ich fotografiere, kann ich gar nicht erklären. Und ich nähere mich sozusagen über die Sprache der Bilder. Und in gewisser Weise werden die Bilder dadurch selbsterklärend. Und diese Wertung, die man doch erfahrungsgemäß als Betrachter vornimmt, erzählt dann doch viel mehr über den, der das Bild betrachtet und bewertet. Und insofern finde ich es so treffend, dass es eigentlich so fast zu der Überschrift geworden ist, der Ausstellung I'll Be Your Mirror. Weil ich natürlich den Spiegel als Motiv wahnsinnig passend finde, generell. Also ich würde immer beschreiben, dass ich die Bilder benutze, um mich darin zu sehen, um mich darin wiederzuerkennen. Ich möchte sozusagen über die Bilder nicht zeigen, sondern ich möchte selbst was erkennen und ich möchte das Gegenüber dazu bringen, sich in diesen Bildern wiederzufinden und zu erkennen. Und das ist vielleicht, klingt vielleicht banal, aber es ist doch immer wieder interessant zu sehen, was die Leute in diesen Bildern sehen und was es über sie erzählt. Und bei dem Hamster, das muss ich kurz erzählen, weil ich habe da neulich drüber nachgedacht. Ich war da 6 Jahre alt und ich habe ihn tatsächlich in eine Klorolle gesteckt
auf den Couchtisch meiner Eltern gestellt und mit einer analogen Kamera fotografiert, die so einen aufgesteckten Würfelblitz hatte, der viermal zündete und dann konnte man den wegschmeißen. Und der Hamster ist auch so verschreckt und das Bild ist auch überbelichtet und verwackelt. Und ich habe mir bei dem Bild damals nicht so viel gedacht, ehrlich gesagt. Aber wenn ich heute drauf gucke, merke ich, was ich dem Hamster angetan habe. Ich habe zum Beispiel durch meinen Vater animiert immer auf meinen Goldhamster gedrückt, so doll, dass die Augen rauskamen. Und mein Vater hat darüber immer gelacht und ich habe das nie hinterfragt. Ich habe es gemacht, weil mein Vater darüber gelacht hat und dann musste ich 3 Tage bei unseren Nachbarn schlafen, weil meine Eltern weggefahren sind und habe meinen Hamster mitgenommen und habe das den abends vorgeführt und die haben gesagt, sag mal, spinnst du? Und es tut dem Hamster weh und also und ich weiß noch, wie ich als Kind so überrascht und schockiert war, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe oder ich habe darüber gar nicht nachgedacht. Und jetzt schaue ich auf das Bild und ich sehe das in dem Bild. Und ich verstehe auch über das Bild was. Und das ist sozusagen die Einladung meiner Fotografie, dass man darüber was versteht, über Gesellschaft, wie Gesellschaft funktioniert, wie man selber funktioniert, wie man denkt. Und das sage ich jetzt noch abschließend, einfach weil ich es teilen will und weil es wirklich ein interessanter Gedanke ist. Ich habe einen Freund, also ehrlich gesagt ist es einfach nur jemand, dem ich bei Instagram folge. Ja, tut mir leid. Ist auch in gewisser Weise beschämend, aber der heißt Danny Hane und der wohnt in Hamburg. Ich habe den nie getroffen. Ich finde den sehr intelligent und der regt mich sehr an und gibt mir viele Denkanstöße. Und er hat erzählt, dass er gelesen hat, dass die Augen sich aus dem Vorhirn bilden. Das heißt, wenn man die Entwicklung des Embryos betrachtet, dann entwickelt sich das Gehirn, das wächst so in die Stirn rein und dann am Ende wachsen aus dem Hirn die Augen. Das heißt, die Augen sind der einzige sichtbare Teil des Gehirns. Wenn man jemanden in die Augen schaut, schaut man auf sein Gehirn und man sieht ihm beim Denken zu. Und das kenne ich eher so als Schauspieler, dass jemand sagt, der spielt alles über die Augen. Ich sehe alles in den Augen. Aber die Augen sind ja relativ starr. Und ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass man in den Augen das Denken sieht, Emotionen sieht und dass ich das sozusagen über Fotografie zeigen kann, wie ich denke und wie es in mir aussieht. Das ist letztendlich was ganz Persönliches. Also wenn Sie da unten in den Raum gehen und meine Bilder sehen, dann zeige ich Ihnen, wie es in mir aussieht. Ja, das Zitat fasst auf jeden Fall auch sehr gut die Abbildung oder deine Werke zusammen, in denen wir... Fällt gerade ein, wie verrückt, ne, dass ich auf den Hamster draufgedrückt habe. Naja, nee, wegen den Augen, fällt mir gerade auf. Also wegen den Augen. Ja. Dass wir das absurde Handeln von Menschen, was dann vielleicht auch dazu gehört, dass man einen Hamster zerdrückt oder drückt, sehen wir in ganz vielen deiner Fotografien, auch wenn der Mensch nicht anwesend ist, in den Fotografien von Architektur überwiegend. Also es gibt keine Menschen, wir sehen aber Häuserwände, Bauzäune, die uns sehr absurdes Handeln vor Augen führen. Also ich denke jetzt an ein Bild, es ist ein Wohnblock, ein Plattenbau und der Zaun um die Mülleimer ist mit Plakaten verkleidet oder einer Folie, die ein Schloss zeigen. Und obwohl wir keine Person dort sehen, führt es uns einfach eine absurde menschliche Handlung vor, dass man das da aufhängt, um sich der Illusion irgendwie hinzugeben, dass es ein anderer Ort ist, als es eigentlich ist. Und genau, Sandra, vielleicht, was denkst du, woher kommt auch diese Faszination, also sowohl bei den alten Meistern als auch heute immer noch, gerade auch im Hinblick
auf Social Media, dass wir uns so für diese Spannung zwischen was ist eigentlich inszeniert, aber wir wollen den Alltag sehen, interessieren. Ja, für die alten Meister kann man das ganz klar sagen, im 17. Jahrhundert, also abgesehen davon, dass es den Begriff der Genremalerei erst seit dem 18. Jahrhundert gibt. Im 17. Jahrhundert hat man die Gemälde so beschrieben, also es gab keinen übergeordneten Begriff, man hat beschrieben, was man gesehen hat. Also zum Beispiel eine Amme mit Kind, eine Bauernszene oder aber Soldaten in der Wachstube. Und in der Hierarchie der Gattungen war die Genremalerei zu Beginn des 17. Jahrhunderts als noch ja, relativ neue Gattung eher weiter unten angesiedelt. Und man hatte immer noch die Historienmalerei gefolgt von den Landschaften, den Stillleben und den Porträts vor allen Dingen ja, an übergeordneter Stelle. Beziehungsweise das waren eben Gattungen, deren Bilder auch den höchsten Preis erzielt haben. Und zu Ende des 17. Jahrhunderts hat sich das einmal komplett gewandelt. Das heißt, die Genremalerei war eine sehr beliebte Gattung geworden, eigentlich mit zur beliebtesten nach den Landschaften und erzielte sehr, sehr hohe Preise. Und das hängt auch zusammen mit der Geschichte der Niederlande, das Erstarken der Wirtschaft, das sogenannte goldene Zeitalter, das Herr Herms auch angesprochen hatte. Also dieses Aufblühen auch der Niederlande, der Blütezeit der Kultur und eben ja, das Zentrum quasi der Wirtschaft und Finanzen und Finanzwelt, die Börse, die dort etabliert wurde und so weiter. Und das hatte zur Folge, dass sich eben sehr, sehr viele reiche Kaufleute und Bürger auf einmal Kunst leisten konnten, Ölgemälde leisten konnten. Und die haben sich besonders gerne, abgesehen von Porträts, weil sie sich selbst halt auch festhalten wollten für die Nachwelt, festhalten lassen wollten für die Nachwelt, haben die sich eben Genremalerei gekauft und diese Alltagsszenen gekauft und gesammelt vor allen Dingen auch und in ihre Wohnstuben gehangen, an die Wände gebracht. Weil sie, ja, weil es Szenen waren, die sie kannten, weil sie damit was anfangen konnten und sich wiedererkannt haben. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und es sind nicht nur Szenen der sogenannten Feinmaler um Pieter de Hoogh, eben tatsächlich elegante Interieurs, die sehr beliebt waren, sondern auch der totale Kontrast dagegen, feiernde, zechende, trinkende Bauern, die sich daneben benehmen, die Karten spielen, die an Wände urinieren, was man alles eben auch tatsächlich sehen kann, die sich betrügen, die raufen, die betrunken von der Bank fallen. All das hat man sich eben auch, hat man eben auch gesammelt, Inszenierungen auch. Ja, das freute sich sehr großer Beliebtheit und man fragt sich natürlich, was war das für eine Gesellschaft, die so großen Gefallen daran hatte? Hatten die Bilder die Funktion von Sittenbildern? Hat man eben diesen moralischen Aspekt auch immer mitverfolgt oder warum waren diese Szenen eigentlich so beliebt? Und das ist eine Frage, die in der Ausstellung nachgegangen wird. Und ja, ich glaube, dass überhaupt der Mensch auf einmal zum Bildgegenstand wird, zum bildwürdigen Gegenstand, dass man den Menschen auch abbildet bei seinen Arbeiten, bei seinen täglichen Arbeiten, wie eben jetzt zwar nicht dem Zähneputzen, aber doch auch beim Verkaufen von Brillen, also in seiner Schneider- und Schusterwerkstatt und so weiter. Also dass man auch die Handwerksberufe, was natürlich auch wiederum mit dem Erstarken der Niederlande zu tun hatte, in dem wirtschaftlichen Aufschwung, dass man eben auch diese Szenen auf einmal als bildwürdige Motive festgehalten hat. Das ist doch sehr, ja, sehr spannend und ja, überragend auch für die Niederlande an sich. Und man kann eben, um das kurz auszuführen, und das fand ich eben auch sehr, sehr verblüffend, Stefan Marx ist ja tatsächlich auch dazu eingeladen worden, die Szenen zu kommentieren. Ich sage immer, die alten Meister quasi zum Sprechen zu bringen. Und bei Lars Eidinger ist es so, dass man eben in seinen Fotografien und Videoarbeiten sehr viele Parallelen, auch, aber auch natürlich Unterschiede feststellen kann. Und wir sehen auch hier im Hintergrund immer diesen roten Stuhl. Und da kannst du vielleicht auch nochmal gleich was dazu sagen, zu unserem roten Stuhl, den wir entdeckt haben. Und als du den mir mal gezeigt hattest, da hatte ich sofort irgendwie eine ganze Reihe von niederländischer Genremalerei im Kopf. Denn nicht nur bei unserem Pieter de Hoogh, dem Liebesboten, ist ein vergleichbarer roter Stuhl tatsächlich auch vorhanden, sondern in einer ganzen Reihe anderer Genremalerei-Szenen auch. Und das war so eigentlich so ein bisschen die Initialzündung, um auch dieses Thema in die heutige Zeit zu transportieren und auch um aufzuzeigen, dass alte Meister oftmals gar nicht so weit weg sind von unserer eigenen Lebenswirklichkeit, wie wir vielleicht vermuten.
Und mit Social Media habe ich jetzt leider vergessen, was die Frage war, Entschuldigung. Nee, ich fand nur spannend, dass wir bei der Genremalerei auch nicht natürlich genau wissen, was davon ist inszeniert und hinzugefügt. Mhm. Eben die Maler, die Künstler haben Situationen aufgesaugt, sind in ihr Atelier gegangen und haben dort gearbeitet. Und wir sind ja alle irgendwie oder viele auch fasziniert von Instagram und Co., obwohl wir wissen, dass es eine inszenierte Wirklichkeit ist und sich in vielen Fällen um einen vermeintlichen Alltag handelt. So wird es ja bei dem einen oder anderen Bild bei den alten Meistern sicherlich auch sein. Und obwohl wir das wissen, gibt es diese Faszination am menschlichen Alltag. Ja, absolut. Und ich würde, also es sind natürlich inszenierte Darstellungen, trotzdem sind es auch in gewisser Weise Momentaufnahmen, es sind vielleicht künstlerische Abbilder einer Realität. Das heißt, natürlich haben die Maler in gewisser Weise Situationen vorgefunden, die sie dann festgehalten haben, aber dann eben mit ihrer eigenen Fantasie oder in ihrer eigenen Fantasie weitergesponnen haben. Und, aber wenn man zum Beispiel, wenn gleich wieder der Pieter die Hoch durchläuft und man sieht diesen Marmorfußboden, diesen opulenten, an dem er sich aus quasi fast abgearbeitet hat, indem er auch diese Durchblicke und diese Achsen und diese geöffneten Fenster und geöffneten Türen immer wieder zeigt und diese verschachtelten, verwinkelten Durchblicke und den Blick des Betrachters quasi einmal durchleitet und durchlenkt, dann weiß man natürlich auch, dass der Marmorfußboden an sich wahrscheinlich eher seltener in Bürgerhäusern verlegt worden ist, weil er einfach zu kostspielig war. Oder aber diese Gesellschaftsräume, die wir sehen, das ist eben nicht, die sind nicht als Privaträume in der heutigen oder aus heutiger Sicht zu verstehen oder wie wir es heute verstehen würden, sondern es waren Gesellschaftsräume, Empfangsräume, die repräsentative Räume waren, aber eben nicht eine gewisse Art von Privatleben zeigen. Ebenso haben wir Szenen von bettelnden Menschen im 17. Jahrhundert, ein Bettler, der seinen Hut aufhält, aber natürlich sind diese Werke nicht als sozialkritisch im heutigen Sinn zu verstehen. Aber sie zeigen trotzdem auf, wie Gesellschaft damals vermutlich ausgesehen hat und werfen neues Licht auf die Gesellschaft beziehungsweise zeigen den Menschen eben in seinem Alltag. Stefan, bei dir sehen wir oft Buchstaben. Ich weiß aber, dass du sehr gerne sehr früh am Flughafen bist und oder an Bahnhöfen auch und ganz viel von diesem beschriebenen Alltag, den wir eben auch bei den Genremalern finden, fließt in deine Arbeit ein. Also oft bedienst du dich ja Zitaten aus der Musik, aber es gibt auch Wortfragmente, Aussprüche, die du aufgreifst. Du streunerst durch soziale Leben und ich habe das Gefühl, du saugst auch da das alltägliche Leben auf und lässt eine Beobachtung in deine Malereien und Zeichnungen einfließen. Vielleicht kannst du da kurz noch was zu sagen. Ja, genau. Ich bin wirklich wahnsinnig gerne sehr früh am Flughafen. Wenn man, in der letzten Zeit nicht mehr so oft leider, aber genau, mir macht es wahnsinnig viel Spaß, Szenerien zu beobachten. Als Künstler sitzt man oftmals auch in seinem Studio, ein relativ einsames Ding. Man malt so vor sich hin. Aber wenn man so wirklich in der Gesellschaft, im Alltag, im Zwischenraum letztendlich auch ist, wie Flughafen oder S-Bahn-Stationen und so weiter, zeichne ich wahnsinnig gerne und beobachte. Und das finde ich natürlich auch bei dir, Lars, immer genial, wie die Beobachtungen von scheinbar alltäglichen oder nicht Fotografie also werden. Also eigentlich haltet ihr euch oft an ähnlichen Orten auf für eure Werke. So ja, kommt es mir zumindest vor. Ja, ich glaube, das ist einfach letztendlich so ein Hinschauen. Und Zeichnung ist ja letztendlich so ein Hinschauen, so ein sehr konkretes Schauen, Sehen und irgendwie Aufzeichnen. Und ich tue das eigentlich relativ in einer einfachen schwarzen Linie in einem meist dabei habenden Zeichenbuch.
Und manchmal fotografiere ich auch, aber das ist nur als Notiz eigentlich zu verstehen. Und die Schriftarbeiten, also den Text, der da geschrieben wird, der gemalt wird, der kommt aus Musikstücken, aber in letzter Zeit oftmals auch von Internet-Memes oder auch von SMS von verschiedenen Freunden von mir, die wirklich so ein bisschen meine Ghostwriter sind. Und die finde ich wahnsinnig gut und ich versuche das natürlich dann in ein Bild zu bringen, was irgendwie offen ist, welches man lesen kann, welches man aber ganz, ganz persönlich verstehen kann und was man ganz, ganz persönlich interpretieren kann. Es ist relativ wenig vorgeschrieben und das ist eigentlich auch das Tolle bei den Bildern, die unten zu sehen sind. Und man liest vielleicht was und danach sieht man einen alten Meister oder man sieht vielleicht auch eine Fotografie von Lars und es halt vielleicht die Schrift halt so im Hintergrund oder der Wortlaut, das Zitat. Und ich glaube, das ist wahnsinnig gut gelungen unten. Letztens war ich spazieren und dann hat jemand zu mir gesagt, das wäre jetzt auch ein Bild für Lars Eidinger. Weil ein großer Baum auf einen PKW gemalt war, der auch vor einem Baum stand. Wie kommst du zu deinen Bildern? Immer? Also läufst du einfach konstant offen durch die Welt? Oder passiert es auch dir, dass du an Bildern vielleicht vorbeiläufst? Ja, ich habe vorhin gesagt, visualisierte oder visuelle Readymades und es gibt auch zwei Skulpturen unten zu sehen und ich habe den Begriff jetzt gerade erst gelernt, ich war auf einer Gesamtschule. Der Museumsdirektor nannte es Objet Trouvé, das finde ich total schön und passend und so entstehen auch meine Fotografien. Ich suche die nicht, ich finde die und ich habe angefangen mit einer herkömmlichen analogen Spiegelreflexkamera zu fotografieren und war dann irritiert, als die digitale Fotografie aufkam, dass man dann dazu aufgerufen war, das Telefon so von sich wegzuhalten. Und ich habe mich damit wahnsinnig schwer getan, weil ich immer dachte, was mich eigentlich interessiert oder fasziniert, ist diese Konzentration durch den Sucher zu schauen. Und plötzlich fiel mir auf, dass der Begriff Sucher schon irgendwie das eigentliche Problem verrät. Und zwar hatte ich das Motiv ja schon gefunden und dann habe ich es nochmal neu gesucht. Und ich habe auch immer gemerkt, dass ich dann plötzlich die Perspektive ändere und dann doch nochmal so versuche ich plötzlich, dass alle Linien gerade sind und es entspricht dann gar nicht mehr meinem Blick und es war im Grunde ein verfälschtes Bild. Und beim Telefon war es so, dass ich gemerkt habe, es ist wie ein Vermittler zwischen mir und dem Motiv. Und es entspricht viel mehr der Art, wie ich schaue. Die Korrektur fiel weg. Ja, genau, der Eingriff letztendlich. Weil das habe ich vorhin gesagt, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber das Bild, was inszeniert ist, ist für mich wertlos. Ich möchte da nicht eingreifen und das weiß ich gar nicht, ob das jetzt zwingend eine künstlerische Entscheidung ist oder einfach nur ein Defekt. Ich ertrage sozusagen nichts, was ich selber schaffe. Also wenn ich jetzt was auf ein Blatt Papier zeichne, muss ich es danach vernichten. Ich hasse meine Handschrift, ich mag meine eigene Unterschrift nicht. Es ist wie Folter, eine Signierstunde, weil ich immer denke, ich habe das Buch beschädigt. Und bei der Fotografie ist es aber so, dass es was ist, was ich einfach nur, was sowieso da ist. Jetzt habe ich kurz den Faden, Entschuldigung. So klingt es für mich, du siehst dich selbst auch immer als Betrachter oder als jemand, der sich mit einem gewissen Bild konfrontiert. Also es gibt. Ja, aber es ist eher so die Erfahrung oder die Erkenntnis, dass der vermeintliche Zufall oder das Uninszenierte sich in einer Perfektion präsentiert, wie sie unnachahmlich ist. Ich kann diese Bilder nicht inszenieren. Und der Versuch ist immer erbärmlich. Und das
Das interessiert mich auch an den Bildern, wo keine Menschen zu sehen sind, weil man sieht, wie der Mensch versucht, was Natürliches, Kreatürliches zu imitieren und dabei so grandios scheitert. Und auch in der Abwesenheit des Menschen begreife ich den Menschen. Also die Bilder, auf denen niemand zu sehen ist, sagen für mich teilweise mehr über die Menschheit aus als Bilder, auf denen Leute abgebildet sind. Ja. Ja, ach, nee. Ja, ich, also nur mal vielen Dank zwischendurch für die Konzentration. Ich finde es wirklich bemerkenswert. Also ich hab das irgendwie für mich so festgestellt, es ist ja ein Grund, warum man wahrscheinlich Künstler wird, dass es um Unterhaltung geht. Ich finde den Begriff Unterhaltung im Deutschen sehr treffend dafür, dass es um Kommunikation geht. Und I'll be your mirror ist in gewisser Weise missverständlich, weil Sie sind natürlich auch mein Spiegel. Ich brauche Sie ja unbedingt, sozusagen, um mich zu begreifen. Oder, und wenn Sie mir diese Aufmerksamkeit schenken, wie jetzt gerade, dann merke ich, bin ich ganz bei mir und dann kann ich auch ganz offen und ehrlich sein und mich zeigen. Und in der Bibel wird Liebe mit sich gegenseitig erkennen beschrieben. Und das setzt natürlich voraus, dass man sich zu erkennen gibt und auch vom Gegenüber erkannt wird. Und das ist für mich tatsächlich immer wahnsinnig berührend, wenn das stattfindet oder wenn ich die Möglichkeit habe dazu. Und ja, jetzt kann ich es gerade fühlen. Und das will ich dann eigentlich nur teilen, dass ich merke, im Grunde wollen wir ja alle, also ich würde Ihnen jetzt mal unterstellen, oder es wäre schön, wenn Sie gar nicht wegen mir hier sind, sondern wegen sich und dass es um Sie geht heute Abend und dass Sie was über sich verstehen wollen. Und dieses Verstehen und Begreifen und sich erkennen ist tatsächlich, glaube ich, die einzige Möglichkeit für den Menschen, sich weiterzuentwickeln. Und wie oft schaffen wir es gar nicht, eigentlich in den Spiegel zu schauen? Also vor allem nicht so zu schauen oder uns so zu betrachten, wie wir eigentlich sind. Also wie oft schützen wir uns durch eine Maskerade oder spielen uns selbst was vor? Und das führt letztendlich immer zu einem großen Missverständnis und wahrscheinlich in letzter Konsequenz zu einer Form von Selbsthass oder Verachtung. Und dieses sich selbst annehmen, das merke ich, ist für mich, oder das ist der eigentliche Antrieb oder das ist das Ziel. Und noch ein letztes, weil es jetzt schon öfter gefallen ist und ich merke, es provoziert mich dann irgendwie so in der Beschreibung. Also meine ich jetzt nicht so negativ, wie es klingt, aber einfach nur provozieren im Sinne von, es ruft was hervor. Wenn man jetzt immer so von sozialen Netzwerken spricht, also der Widerspruch, ich schöpfe immer aus dem Widerspruch. Der Satz von Brecht, die Widersprüche sind unsere Hoffnung, ist mein Credo. Und ich merke, dass im Widerspruch alles an Potenzial steckt, was man mit Talent für sich nutzbar machen kann. Und ein Begriff wie soziale Netzwerke ist ein klassisches Oxymoron. Es gibt keinen Ort, der asozialer ist als diese Netzwerke. Und ich, naja, nein, es, und trotzdem bin ich davon auch alles andere als fasziniert. Ich bin davon fasziniert angewidert und wahrscheinlich in letzter Konsequenz einfach nur hochgradig abhängig. So, und damit Sie alle jetzt ganz viel über sich herausfinden können und sich die tolle Ausstellung ansehen können, beenden wir jetzt hier unser Gespräch, auch wenn ich mich sehr gerne noch weiter mit euch unterhalte. Ich hätte noch einen Schlusssatz. Und zwar, ich weiß, dass es immer vielleicht das Langweiligste ist am Ende, wenn der Dank kommt. Aber es ist mir ein Bedürfnis, doch nochmal den Künstlern zu danken, denn das ist auch so ein bisschen, ja, vielleicht so zum Scherz zwischen uns erstmal geworden, weil ich, als ich mit Stefan
Stefan telefoniert habe, ich glaube, Lars, wir haben sogar noch bevor ich mit Stefan telefoniert habe, lang telefoniert, habe ich irgendwann mal erkannt im Gespräch, das ist eigentlich das erste Mal, dass ich wirklich einen Künstler einladen kann zu einer Ausstellung, denn meine Künstler sind mindestens 250 Jahre tot und diesen Austausch, den gibt es für mich einfach nicht. Ich tausche mich mit vielen MuseumskollegInnen aus und das ist auch ganz wunderbar natürlich, aber ja, diesen Austausch gibt es nicht und das war für mich oder ist immer noch für mich eine wahnsinnige Bereicherung und es sind ganz viele Glücksmomente, die ich seither habe bis heute und ich freue mich einfach und möchte euch sehr herzlich danken, dass ihr euch auch eingelassen habt auf dieses Experiment in Gegenüberstellung zu alten Meistern, was ja vielleicht man gar nicht so erstmal auf dem Schirm hat. Und da freue ich mich einfach wahnsinnig drüber und danke euch sehr herzlich, dass ihr euch sofort bereit erklärt habt, mit dabei zu sein und eure Kunstwerke mit beizusteuern und nicht nur das, sondern es wirklich mit mir gemeinsam zu erarbeiten, das, was jetzt auch zu sehen ist in der Ausstellung. Und als nächstes möchte ich unbedingt zwei Mitarbeitern danken, meinen engsten Mitarbeitern, und zwar einmal meiner studentischen Hilfskraft Angelina Isaac, die ganz selbstständig nämlich mit Stefan Marx zusammen das Künstlerheftchen erarbeitet hat und das mit so einer wahnsinnigen Begeisterung gemacht hat, mit so vielen Ideen und überhaupt mit so viel Liebe, dass es wirklich herausragend war und dafür möchte ich ihr sehr herzlich danken und auch Jasper Watzecher, meinem wissenschaftlichen Volontär, der eiserne Nerven behalten hat und wir haben echt sehr vieles erlebt in letzter Zeit und festgestellt, dass man doch immer wieder nicht oder nicht vor Überraschungen gefeit ist und wirklich die absurdesten Dinge passieren können. Bis hin, dass Buchstaben von der Wand auf einmal fallen, geplottete Schrift nicht mehr hält und nach unten fällt und hat er eiserne Nerven behalten und wirklich in allen Stress- und Krisenzeiten haben beide an meiner Seite gestanden und das finde ich ganz großartig und deswegen möchte ich Ihnen danken und ich lege Ihnen wirklich diesen sehr, sehr schönen gestalteten Katalog ans Herz. Blättern Sie durch, es wird auch ganz verblüffende Gegenüberstellungen geben und er ist bei Hatje Kanz erschienen und da möchte ich auch nochmal sehr der Projektleiterin Angelika Till danken und auch der Lektorin Uta Hasekamp, aber genauso Margarete Hausstetter, die den Katalog in wirklich sehr bewährter Form auch wie immer souverän gestaltet hat und auch dem Ganzen der Ausstellung, also die Ausstellung quasi in die Katalogsprache übertragen hat und auch dem Katalog eine gewisse Modernität verliehen hat und das ist auch sehr, sehr schön und es gab sehr, sehr viele Wochenendarbeiten und wirklich rund um die Uhr haben wir eigentlich gearbeitet und das ist so herausragend gewesen und nicht selbstverständlich und deswegen möchte ich denen auch sehr herzlich danken, abgesehen von meinen KollegInnen hier im Haus, die mich auch ganz wahnsinnig unterstützt haben durch alle Stresszeiten. Genau, und die Buchstabenschubser Potsdam möchte ich noch erwähnen, die sind nämlich auch da, die haben einen Film erstellt, einen Erklärfilm, den man auch sehen kann in der Ausstellung und der ist eben auch wirklich wie immer sehr besonders geworden, auch denen danke ich sehr und damit bin ich auch schon fertig, weil ich sie gar nicht weiter vom Ausstellungsbesuch abhalten möchte. Kleiner Hinweis in eigener Sache, wir feiern heute im Anschluss noch eine Party. Darf ich das? Ja. Im Pudelclub. Und ich habe so lange nicht gefeiert und jetzt sind auch im Dezember schon wieder alle Veranstaltungen abgesagt. Vielleicht ist es heute die letzte Möglichkeit für lange Zeit, mal wieder gemeinsam laut Musik zu hören und zu tanzen. Also wer noch Lust hat und ja, und Kapazität, der ist herzlich eingeladen heute im Anschluss im Pudelclub. Also nicht im Pudelclub direkt, sondern oben. Barboncino? Okay, ja, der Raum ist. Ja, also würde ich mich freuen, wenn wir uns nachher wiedersehen.